Hallöchen und willkommen zurück zu Armored Core 6 Fires of Rubicon. Ich habe in der Pause mal mein Symbol abgeändert, wie man sehen kann, und mir noch die anderen Beine geholt, die Reverse Legs, ich zeige sie euch gerade. Ich bin wesentlich schneller unterwegs vom Ausweichboost her, aber der Energieverbrauch ist hoch. Ich werde mal schauen, ob ich damit klarkomme. Ansonsten hole ich die alten Beine wieder. Ah, und ich glaube, wir haben gerade den Punkt erreicht, wo der erste richtige Boss kommt. Wo sich alle schon so drüber wohl beschwert hatten. Und viele wohl auch aufgegeben haben, so wie ich gehört habe. Vom Hörensagen. Ja, bin ich mal gespannt. Ha, gut, dass ich jetzt auch noch meine Rüstung so angepasst habe, dass meine Lebenspunkte quasi weniger sind. Oh, Junge. Vesper Second Squad. I will chair the briefing for this mission. This is an operation of my own design. Consider it a privilege to be called to participate. You will be attacking the Wall, a key trading outpost fortified by the Rubicon Liberation Front. The rabble have formed a defensive line comprised of artillery and MT squads. Break through the line, then make your way to the top of the wall. There you shall find the Juggernaut, a mobile heavy artillery platform. Destroy it. Oh, Junge. V4 will also be participating in this mission, infiltrating through a separate route. However, be aware that Balaam has also taken a crack at the wall, only for their vainglorious hopes to be dashed. Do try not to die like a dog out there. Oh, das wird hart. Das wird hart. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Da werde ich dann mal meine Handfeuerwaffe nicht mitnehmen. Uiuiui. So, was nehmen wir denn da am besten mit? Steht da eigentlich auch dabei, welchen Schaden das genau macht? Ich glaube, wir nehmen für die Mission das Sturmgewehr mit. Oh je. Na dann, rein in die Suppe. Oh, das Ding sah schon echt dicke aus. Na, dann wollen wir mal. Commence mission. We'll start by clearing the way for Archibus. Take out the Gatling cannons protecting the city and the Baus Tetrapod MT further in. There's heavy fire coming from up top. Das ist eindeutig viel zu viel Energie jetzt schon. Oh, ich bin ja schon jetzt gleich tot. Wow. Das funktioniert ja bombig. Ich bin ja jetzt schon fast tot, ey, Alter. Das ist ja. You take care of the Baus Tetrapod MT 621. Oh.
mehr weg. Oh, scheiße. Krieg ich denn jetzt noch ein Reparaturkit hier? Das kann ich ja komplett vergessen. Scheiße. Okay, das muss ich wahrscheinlich nochmal versuchen. Ich meine, es war ein Versuch wert, ne? Aber ich krieg auch, glaube ich, meine Reparaturkits hier durch nichts wieder. Also wird das, Do you read me? This is V4 Rusty. You're fast. Guess you're sharper than they'd say. I'll have to step up my own game. The numbered Vesper is an elite. But remember, even Bane couldn't crack the wall. Don't count on him too much. Das ohne Reparaturkits. Obwohl, ich glaube, ich kann im Checkpoint nochmal neu anfangen, ne? Dann geht's ja. Naja, also das sage ich jetzt zumindest so, aber... Ich habe auf jeden Fall kein gutes Gefühl dabei. Das Ding sah echt fett aus. Oh, es gibt Nachschub. Ich werde bekloppt. Das ist ja richtig nice. Hätte ich mir gar nicht so hetzen müssen. Oh, Junge. Ich bin ein bisschen nervös. Hey, wir haben beide ähnliche Sachen an, lustig. Interesting. Oh, Junge. You ready to climb the wall? Ich bin nicht mal bereit, hier rüber zu klettern, Junge. Was soll denn der Shit? Thank you.
Krass. Okay, also ich glaube, ich habe auf jeden Fall verstanden, warum ich ihm keinen Schaden gemacht habe. Ich hätte nicht vorne rangehen sollen, weil da ist ein dickes Schild und da hilft auch das Schwert nichts. Weil sonst wäre das eigentlich, glaube ich, gegangen. Ich denke, man hat auch gemerkt, dass ich mich ein bisschen konzentriert habe, weil sonst hätte ich wahrscheinlich schon mehr geredet hier. Ah ja, das sieht doch schon viel besser aus. Okay, ich muss dann hinkommen. An dieser Momente, wo ich sehr dankbar für mein Schwert bin. Sauerei. That's the Juggernaut, a heavy mobile cannon. I wouldn't recommend taking it head on. Ed won't be able to keep up with Steel Beams. I'll distract it while you hit its blind spot. Ugh.
hinten auf den Motor ziehen. Ist klar. Oha. Tja, was mache ich da jetzt? Doch härter als ich gedacht habe.
Ja. Ja, ich probiere es einfach mal weiter. Weiß auf jeden Fall, was er meint. Wenn man den nur parkieren kann, das ist schon ziemlich schnell nicht mehr so witzig. Vor allem die ganzen Minen sind echt los. Naja, Trial and Error, kein Problem. Die Raketen bringen einem halt hier wirklich so gar nichts. Das ist ein bisschen ärgerlich. Tja.
Tja. Oh. That's the Juggernaut. Heavy mobile cannon. I wouldn't recommend taking it head on. It won't be able to keep up with Steel Haze. I'll distract it while you hit its blind spot. Zur Hölle komme ich an den Kampf. Jetzt mal ohne Quatsch. Schluss hier. Hat auch lang genug gedauert. Confirmed. Juggernaut destroyed. Operation Wall Climber is a success. But pilot, Rusty, it seems he knew who you really are. It won't matter. I've taken that contingency into account. Huiuiui. Aber
Immerhin nur, wie viel war es jetzt? 5 Versuche? 4? Das geht ja noch. One new message. We're war buddies now. I think I should tell you something. During Operation Wall Climber, Archibus was planning to sacrifice you. The plan was to use independent mercenaries to clear the way so that the Vespers could step in and take over. But instead, you took the wall. The higher-ups are going to remember you now, that's for sure. As will I. Das war schon happig. Was haben wir denn im Laden jetzt? Ich glaube, ein neues Schwert finde ich nicht verkehrt. Komm, nehmen wir das Schild mal mit. Vorsichtshalber. Jetzt habe ich schon keine Kohle mehr. Oh je. Yeah. Oh, der hat ordentlich Energie. Das wäre nicht schlecht. Aber dann wäre ich zu schwer für. Schade. Eindeutig noch zu schnell überlastet. Ja, man sieht, es ist eine Wissenschaft für sich. So. So, aber ich würde mal sagen, machen wir diese Runde ein bisschen kürzer. Der Bossfight hat mir einiges abverlangt. Ich brauche eine kurze Pause. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Armored Core 6 Fires of Rubicon. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag.